Guten Tag, heute gibt es eine neue Homebrew-Vorstellung für den 3DS. Und zwar gibt es wieder mal etwas zum Freeshop. Der wurde gesperrt mit 11.8.0-41 Update. Und das Ganze muss jetzt einen anderen Weg finden und alternative Stores verfügbar gemacht werden. Und ich stelle euch heute den H-Shop vor, der entwickelt wurde, um halt kostenlos Spiel runterladen zu können. Allerdings werde ich euch nicht empfehlen, das zu nutzen, weil das Ganze nämlich illegal ist und ich das auch nicht unterstützen werde. Allerdings werde ich euch die Homebrew vorstellen. Man kann ihn aber benutzen, zum Beispiel wenn gebannt wurde und man im eShop die Titel nochmal neu runterladen möchte und man das nicht kann, dass man da halt diesen Shop hier benutzen kann, um das Ganze auf einer anderen Weise erneut runterzuladen. Oder auch wenn man bereits kostenlose Titel laden möchte, das kann man mit dieser App ebenfalls machen. Für illegale Aktionen will ich das Ganze nicht empfehlen. Das Ganze ist nur als Kia verfügbar, das heißt, ihr braucht eine Custom-Firma, um das Ganze zu installieren. Der Download-Link dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Bedenkt auch, dass ihr eine aktive Internetverbindung hier braucht. Klickt also dann oben in die Infobox, falls ihr noch keine aktive Internetverbindung habt, um das Ganze auch installieren zu können und auch nutzen zu können. Der H-Shop funktioniert übrigens nur auf den aktuellen Custom-Firmware, das heißt, solltest du noch eine ältere Version installiert haben, funktioniert das Ganze nicht und das Ganze bleibt hier im Fehlerscreen hängen. Ich werde jetzt das Ganze einfach mal ausführen. So, wenn das Ganze startet, kann es sein, dass ihr ein bisschen länger braucht zum Laden, weil ihr müsst dann halt nur die ganzen Titel und so runterladen lassen und das Ganze halt einrichten lassen. Und ja, hier könnt ihr sehen, dass es noch sehr einfach gehalten ist, also ist noch nichts groß erstellt worden. Ihr könnt zuerst die Kategorie auswählen, in dem Fall Games, Updates, DLCs, also Download Contents, Virtual Console, Injects, Desiver, Extras und Teams. Ich werde jetzt einfach mal Spiel auswählen. Und dann müsst ihr noch eure Region auswählen oder auch die Region, aus welchen euer Spiel beziehen wollt. In meinem Fall hier würde ich Deutschland auswählen. Und ja, hier seht ihr auch schon die Liste mit den ganzen Spielen, die auf dem Server hochgeladen wurden. So, klicken wir einfach mal auf das erste. Ja. Und dann seht ihr hier unten schon mal den Namen vom Spiel, die Kategorie und die Region, aus welchem Region das Spiel kommt. Die Title-ID vom Spiel und die H-Shop-ID, also welche ID das Ganze im H-Shop drin hat. Und die Größe, das Ganze also im Megabyte und auch in den 3DS-Format, also in den Blocks. Also ich glaube ein Megabyte ist so, glaube ich, weiß nicht ganz, ich glaube so 10 Blöcke oder sowas war, glaube ich, ein Megabyte. Aber ich weiß nicht mehr so richtig, aber naja. So, wenn ihr hier unten drauf geht, könnt ihr in die Einstellung reingehen und dann seht ihr hier, dass ihr mit den Downloads, also dass ihr den Downloads neu laden wollt, dass ihr den freien Speicherplatz anschauen wollt, dass ihr den Batterienstand oben anzeigen lassen wollt, dass ihr die extra Inhalte noch angezeigt werden lassen wollt, also das könnt ihr hier auch noch einstellen. Hier könnt ihr auswählen, wenn ihr den DLC oder sowas runterladen wollt und ihr jetzt das Hauptspiel nicht installiert habt, dass ihr da noch einen Hinweis bekommt, dass das Spiel nicht installiert ist. Hier könnt ihr auswählen, ob die LED bei fertigen Downloads und so angezeigt werden soll. Hier könnt ihr die Zeit und so anzeigen lassen oder das die Zeitformat, also in 24 oder auch in 12 Stunden Uhrzeit. Hier könnt ihr die anzeigen lassen, wo das Ganze angezeigt werden soll, also in welchem Bereich vom Bildschirm. Also in meinem Fall hier habe ich den unteren Teil vom Bildschirm. Hier könnt ihr die Sprache auswählen. Hier könnt ihr auswählen, ob der Luma-Lokalmodus automatisch oder manuell aktiviert werden soll. Ich halte es hier automatisch drin. Hier könnt ihr in die Proxy-Einstellungen reingehen. Und hier könnt ihr auswählen, wie groß die Log-Files sein sollen. Also in meinem hier habe ich die 3 ausgewählt. Hier könnt ihr auswählen, wie ihr die Sortiermethode haben wollt. Also in meinem Fall hier in alphabetisch habe ich das jetzt ausgewählt. Hier könnt ihr auswählen, wie das Ganze angezeigt werden soll, glaube ich. Also hier in der Liste. Und ja, könnt ihr dann mit B wieder raus. Wenn ihr dann mit den Strichen, wenn ihr auf die 3 Striche geht, seht ihr schon mal die Credits. Also wer an dem ganzen Ding hier so beteiligt ist. Und hier könnt ihr dann den noch fehlenden Content anzeigen lassen. Also ihr müsst dann eine Interverbindung haben, dann wird das Ganze noch gesucht. Hier könnt ihr die Logs aktuell sehen oder auch leeren. Und ihr könnt auch helle oder dunkle Team nehmen, also den Dark-Modus einschalten. Falls ihr zum Beispiel in der Nacht das Ganze eingeschaltet habt und euch hier das weiße Team nicht gefällt, könnt ihr das Ganze noch auf das dunkle Team umstellen. Und dann könnt ihr mit B wieder raus. Ja, hier könnt ihr die Softversuche machen und hier könnt ihr halt, ich glaube, Zufallsauswahl das Ganze auswählen lassen. Und hier könnt ihr noch den
Download-Verlauf anschauen. Also wenn ihr zum Beispiel mehrere Titel downloadet und das Ganze halt hier angezeigt werden soll, dann könnt ihr das Ganze hier noch verfolgen. Gehen wir nochmal raus. Gehen wir in Updates. Hier könnt ihr, wie gesagt, die Updates auswählen. Also zu welchen Spielen die ihr installiert habt und auch zu welchen Spielen das Ganze verfügbar ist, könnt ihr noch die Updates hier downloaden. DLCs könnt ihr runterladen in eurer Sprache. Meinem Wert hier habe ich hier nur zwei. Virtual Console. Hier sieht man halt alle Spiele, die in der europäischen Region verfügbar sind. Hier könnt ihr die Injects auswählen. Also Sega Games und so injektieren. Das geht natürlich mit ihm auch. DSiWare-Titel könnt ihr anzeigen lassen. Die Extras beinhaltet Dev-Apps und Miscellaneous Options. DSi-System-Apps, also zum Beispiel Systemeinstellungen und so. Home-Anwendung könnt ihr runterladen. Also es ist quasi ein All-in-One im eShop. Also man kann hier mit ihm alles runterladen. Ihr könnt ihr Filme und so runterladen. Also Videos für den 3DS. ROM-Hacks könnt ihr runterladen. Also welche ROM-Hacks hier auf dem Server hochgeladen wurden. Also Ports und so. Zum Beispiel Super Mario 64, der 3DS-Port. Könnt ihr mit dem halt runterladen. Und ihr könnt die Translated Games runterladen. Zum Beispiel, wenn ein Spiel nur in der einen Region verfügbar ist, dass ihr das dann halt in einer anderen Sprache übersetzt im runterladen könnt. Oh ja. Sonst kann man mit ihm sich halt alles runterladen, was man sich so vorstellt. Oh ja, das war es eigentlich auch schon mit der Homewrap gewesen. Und mit Start könnt ihr halt dann wieder verlassen. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Video gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kann sich gerne in den Kommentaren mich wenden. Allerdings nicht zu illegalen Aktivitäten. Und damit sage ich jetzt zum nächsten Video und ciao, Kakao.